Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Let's Play Bus Simulator 21. Und heute haben wir was Lustiges vor. Wir haben in der letzten Folge eine neue Route erstellt, und zwar Route 17. Die blaue Linie, die hier über Gold Island fährt, genauso wie die andere blaue Linie, die schon über Gold Island fährt. Also da haben wir jetzt lustigerweise genau dieselben Linienfarben, zufälligerweise, weil ja die irgendwann mal wieder resettet wurden. Da fangen wir quasi mit denselben Farben wieder an, wie wir damals auch angefangen haben. Route 17 führt eben auch über Gold Island nach Coyote Bush und hier bei Baytree vorbei, bei Millbrook vorbei, Richtung Denali Research, und die Strecke werden wir heute abfahren. Wir fahren insgesamt 38 Minuten, das heißt, ich werde die Folge wahrscheinlich mittendrin splitten. Wir werden auf jeden Fall mal fahren bis nach Coyote Bush, dann werden wir eine kleine Folgepause machen, würde ich sagen, und dann drehen wir wieder um und fahren in der nächsten Folge zurück Richtung Denali Research und hoffen, dass wir dort auch ankommen mit 4 oder 5 Sternen. Mit 5 Sternen wäre ich natürlich sehr zufrieden. Gucken wir mal. Wo fangen wir denn überhaupt an? Ist das hier schon ein richtiger Bus? Ich glaube schon. Ich würde aber ganz gerne hier bei Haltestelle 17 anfangen. So, erstmal Schnellreise. Ich würde nämlich gerne dort anfangen, wo wir dann nicht so weit haben bis zur Endhaltestelle. Route 16, der Bus kommt. Ich brauche auch nicht Route 15, ich brauche Route 17. Und auch noch genau den hier. Genau den hier möchte ich nämlich haben. Der Bus gehört dir. Das ist der sündteure... Alter, was die da alles eingeschalten hat. Der sündteure Setra. 450.000 hat uns der Spaß gekostet. Und mit dem fahren wir jetzt rum. Ist hinten eigentlich zu? Jetzt schon. Huch, achso, Absenkung. So, lala, da sind wir jetzt nämlich gleich bei Haltestelle 18. Dort ist Ende im Gelände. Achso, ich habe ja Nachrang. Und dann bekommen wir die Auswertung. Und dann können wir nämlich genau von dort losfahren und starten direkt bei Stunde 0. Verstehst du? Dann ist nämlich all das, was wir jetzt machen auf der Route, läuft dann schon in die Wertung hinein. Und dann werden wir auch wirklich nur von dem bewertet, was wir jetzt hier tun. Meine Tochter arbeitet. Und nicht irgendwie im Blödsinn, was da möglicherweise die KI vorher schon getan hat. Das war nicht gut, halt so weit vorzufahren. Da stehen aber ganz schön viele. Hallo, hallo. So, da la. Ja, und auch hier, man sieht, ziemlich viel los. Da unten wartet ein Bus, hier sind Busse. Wir haben schon ein gutes Netz, das müssen wir schon zugeben. Ich hasse es, wenn ich so früh aufstehen muss. So, 86% haben wir. Mal gucken, ob wir das halten können oder vielleicht sogar verbessern können. Das wäre natürlich sehr schön. Wir sind gut in der Zeit. Ach, das ist der Pride-Bus, sehr cool. So, da halten wir ja noch nicht, da fahren wir durch. Ich weiß gar nicht, was das da für eine Haltestelle überhaupt ist. Wir halten da unten. Ich muss ehrlich zugeben, für das, dass wir in einem Setra sind, ich habe ja eigentlich jetzt mit einem Bus gerechnet, wo wir wieder überhaupt nicht um die Ecken kommen, der fährt sich eigentlich ganz gut. Die alten Setras, also die alten Setras, die anderen Setras, die wir haben, da kommst du eigentlich nicht so wirklich gut um die Ecke. Da musst du immer stark einscheren. Aber mit dem haut das eigentlich ganz gut hin. Ich bin wirklich zufrieden mit dem. Noch. Wir sind ja noch in der Stadt. Wir haben ja gerade erst angefangen. Wer weiß, wie sich das noch ändert. So, da la. Da dürfen wir nicht reinfahren. Warum denn nicht? Was ist denn da hinten, was wir nicht sehen dürfen? Wahrscheinlich schon die nächsten Gebiete. Was haben wir denn da überhaupt? Ui, das ist ein Riesengebiet. Sunkiss. Eieieiei, das ist echt ein Riesengebiet. Oris Harbor hätten wir auf der anderen Seite. Mich würde es ja sehr freuen, wenn wir endlich mal den Teil da oben kriegen würden. Den hier. Lakeside View. Das würde mich wirklich freuen, wenn wir dort endlich mal weitermachen können. Beziehungsweise die Linien, die wir haben, vervollständigen können. Ist nicht meine Uhrzeit. Meine auch nicht. Was ist denn jetzt? 6 Uhr, glaube ich. So, ich fahre jetzt mal. Die haben eh ein Stoppschild. Bei denen kann nichts passieren. So, da steht wieder, ja? So sieht man sich wieder. Ah, Bushaltestelle kann ausgebaut werden. Das finde ich aber cool. Das finde ich aber cool. Zack. Oh, und Zahltag haben wir auch. Das finde ich ja noch cooler. Sehr schön, sehr schön, sehr schön.
Da, duck, 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 duck. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Route 17, die beste Route, die es gibt. Und wir sind gerade auf Route 17 unterwegs, haben insgesamt 338.000. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich schaue nur ganz kurz in die Grafik. Es kommt mir vor, als hätten wir hier keine 60 FPS. Sieht man das hier irgendwo? Gesamtqualität, da können wir keine FPS leider einstellen. Beim Gameplay vermutlich auch nicht. Es kommt mir vor, es ruckelt ja ein bisschen. Können Sie mir mal nur vorstellen auch. Einbildung ist auch eine Bildung. So, lala. Na, fahren wir mal. Gucken wir mal, ob wir da überhaupt ankommen, wo wir hinwollen. Was da passiert. Die längste Route, die wir bisher gefahren sind. Wir sind schon mal eine Route gefahren. Die war nicht ganz so lang. Die war, glaube ich, nur 16 Haltestellen lang. Und in der Stadt. Das war ja die Pride-Linie, die wir da erstellt haben. Mit dem Ride with Pride-Bus. Jetzt fahren wir eine Linie, die ist 18 Haltestellen lang. Dauert eben, wie gesagt, fast 40 Minuten. Und führt uns auch noch quer über die Autobahn. Also das kann schon eine Weile dauern. Und wir müssen uns die ganze Zeit natürlich gut anstellen, damit wir da nicht Unfälle bauen, unnötige, damit wir keine Schlaglöcher mitnehmen. Denn wir wollen ja zum Schluss eine positive Bewertung haben. Was auf jeden Fall gut ist, wenn wir diese irrsinnig lange Linie fahren, wir bekommen den ein oder anderen Zahltag mit. Wir haben irrsinnig viel Geld ausgegeben. Nur hin, bitte. Achso, Fahrkarten gibt es auch noch. 450.000 für diesen einzigen Bus hier. Und da haben wir noch andere auch gebraucht. Da müssen wir das Geld definitiv gleich wieder reinhauen. Danke. Beziehungsweise reinholen ist das bessere Wort. Und das machen wir in dieser langen Linie definitiv. Also wenn da nicht noch so ein, zwei Zahltage auf uns warten, dann weiß ich aber auch nicht. Na? Jetzt haben wir gerade einen gehabt. Wie viel Geld haben wir denn eigentlich am Konto? Muss ich gleich mal schauen jetzt nach der Fahrt zur nächsten Haltestelle. So, da rein geht's. Jemand eingeschlafen. So, die haben ja eigentlich ein Schild. Der nicht, aber die da drüben. Was macht der? Der fährt oben eine Nummerntafel. Ach, da unten hat er die hängen. Ich dachte schon, der fährt hier ohne Nummerntafel durch die Gegend. So, da la. Wie viel Geld haben wir da? 381.000. Wir waren ziemlich knapp bei Kasse vorhin, als wir eine Fahrkarte haben? Die Shopping-Tour gemacht haben. Huh, was willst du? Einfache Fahrkarte. Alles passend dabei, finde ich gut. Einfache Fahrt, bitte. Einfache Fahrt, bitte. So, 280. Hast du schon im italienischen Restaurant? Die haben, tolle, haben wir da Verraten upgraden können? Ich habe jetzt gar nicht geguckt, muss ich ehrlich zugeben. Nee, noch nicht. Knapp davor. Ist auch vorbei. So, da la. Oh, sogar eine Minute Verfrühung. Na, das wage ich mich zu bezweifeln, ob das lange so sein wird. Gut, wir haben eine Autobahnstrecke. Da könnte es sein, dass wir wirklich zu früh ankommen auf der anderen Strecke. Aber ihr wisst genau, was wir machen, wenn wir zu früh ankommen. Nämlich Fahrscheinkontrolle. Richtig. Die Zeit vergeht so schnell, wenn man in einem so schönen Bus sitzt. Na, das finde ich aber auch. Dankeschön. Ich meine, so schön. Wir haben schon Luxusbusse auch gehabt. Schönere als der hier. Aber für 450.000? Arbeit allein macht auch nicht glücklich. Hol dir Katzen zu streicheln. Sollen sich die glücklich fühlen. So, ich fahre halt mal. Direkt vor der Polizeiwache ist immer gut, wenn man im Stoppschild einfach egal stehen bleiben und... Oh, Schlagloch. Und noch eins. Scheiße. Okay, langsam, 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 langsam. Zwei Schlaglöcher. Die sind doch nicht die Welt. Oh, guck mal, was der für eine lustige Frisur hat. Einen blauen Bart. So, die Frage ist, fährt er gleich los, tut er? Sehr gut. Ohne zu blinken übrigens. Also nur mal so am Rande. Ja, ja, schließ die Türen von der Abfahrt, sind eh zu. Wo fahren wir denn jetzt hin? Geradeaus. Noch. Noch fahren wir geradeaus. So, warte mal, nicht so schnell fahren. Da kommt sicherlich wieder ein Schlagloch, so wie ich die Straßen hier kenne. Das könnte jetzt brenzlig werden mit dem Einschlagen.
Ah, da merkt man schon, dass man einen Seta drin sitzen. Der hat ein bisschen einen großen Wenderadius. Aber alles okay. Haben wir alles geschafft. So, ich glaube, bei der nächsten Haltestelle sollten wir eigentlich direkt schon mal eine Fahrkartenkontrolle durchführen. Wir sind fast 3 Minuten zu früh dran. So, der hat ein Schild. Der da drüben auch. Wir fahren da jetzt mit 20, ist mir wurscht. Wir sind eh so früh dran, wir fahren jetzt mit 20 durch. Ganz sachte, ganz sachte. Also wer diese doofen Straßen baut und dann nicht mal ausbessert oder so, man hätte ja hier schon lange was machen können. Die Schlaglöcher gibt es ja schon lange hier. Kein Stress, kein Stress. Ich bremse schon. Aber die gibt es komischerweise hauptsächlich hier. Da unten in der kleinen Wohnsiedlung haben wir die nicht. So, der Amokfahrer ist auch wieder unterwegs. So, dala, bitte, dankeschön. Warten wir mal, ob da irgendjemand ein Ticket will. Nachdem die vorne ansteigen, vermute ich schon. Und dann machen wir mal eine kleine Fahrscheinkontrolle, würde ich sagen. Wir sind viel zu früh dran. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Na, ausnahmsweise. Seniorenticket, Wochenkarte, bitteschön, 16 Euro retour. Danke. Aber sogar ein bisschen zu viel gegeben, egal. Und was ist mit ihr? Möchte ihn nicht mehr? Er sollte nicht noch arbeiten. Jetzt vielleicht, komm. Überraschung. Doch nicht. Wer steht denn da hinter uns eigentlich? Oh, die 13. Cool. Steigt doch ein da, die Dame. Will nicht. Moment. Oh, der ist ja eingeschlafen. Hier. Dankeschön. Ja, mal gucken. Hast du ein Ticket dabei? Klar. Sehr gut. Ich dachte, er nutzt den Schlaf vielleicht, um der Kontrolle zu entwischen. Ja, ich glaube, die will nicht. Die steht da zwar, wie wenn sie will, aber sie will dann irgendwie doch nicht. Eieiei. 3 Busse schon wieder. Also, mit unserem natürlich. Fahren wir mal, damit die nicht so eine große Verspätung haben. Wir fahren mal. Da ist ja immer ordentlich was los hier. So, Hallöchen. Ach, das ist eine Linie 17. Guck mal. Hä, das ist ja auch der. Ach, wir sind hier im Standard-Zetra. Oder? Sind wir im Standard-Zetra? In welchem Zetra sind wir denn da? 416 NE Business. Tatsächlich, wir sind im Standard-Zetra. Ich wollte den neuen Zetra nehmen. Das ist er, der 418 Business. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass er nicht so einen großen Wenderadius hat. Haben die da was geändert? Ich weiß nicht. Kommt mir irgendwie so vor, als ob der einen kleineren Wenderadius hat. Oder die Straßen sind hier ein bisschen breiter. Das kann natürlich auch sein. So, Achtung, Achtung, Achtung. Wir haben schon mal das Problem gehabt, dass wir da am Boden aufgedötzt sind. Jetzt sind wir hier im Standard-Zetra. Ich wollte doch mit dem anderen fahren, mit dem teuren. Scheiße. Habe ich voll vergessen, dass wir ja generell auch andere Zetras hier eingestellt haben. Wir hätten mit dem Elektrobus natürlich auch fahren können. Der muss ja auch irgendwo hier rumfahren. Derzeit. Hi. Hallo. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Na, ausnahmsweise. So, alles passend dabei, finde ich gut. Und weiter geht's. Nächster Halt, Island Inn. So, dann diesmal nehme ich wieder Schild. Ist aber keiner mehr da. Der verfolgt uns, der hinter uns, der Bus. Da drüben stehen auch zwei. Also es ist hier wirklich viel los auf den Straßen, muss man schon zugeben. Guck mal auf die Minimap. Überall, wo du hinschaust, in jede Straße fährt irgendwo ein Bus von uns rum. Wir haben da schon kräftig ausgebaut. Das muss man schon mal sagen. Gefällt mir gut. So, was macht die da bei Rot? Hallo? Ja, lieber mal ein Turbo einschalten. Warte mal, Schlagloch. Komplett kaputte Straße hier. Und Rot haben wir auch.
Na gut, wir haben ja Zeit. 4 Minuten bis zum Island Inn. Ich glaube, wir fahren jetzt nämlich Richtung Gold Island. Stimmt, genau. Und das kann lustig werden hier. Das kann wirklich lustig werden. Enge Kurve, einmal. Dann hier die Abfahrt. Dann da drüben, na, glaube ich gar nicht nochmal eine enge Kurve. Da geht es eigentlich so weiter. Aber was auch lustig werden wird, ist das Umdrehen da unten dann im Kreisverkehr. Und dann haben wir wieder hier eine etwas weitere Kurve. Aber bei der Retourfahrt haben wir auch wieder so eine enge. Also das wird lustig werden mit dem Setra hier. Da bin ich schon mal gespannt, ob wir das ohne Unfall schaffen. Ich hoffe. Ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe. Auch hier wieder 3 Busse von uns unterwegs. Überall. Die sind überall. So, bevor wir auf die Autobahn fahren. Das wollte ich nicht. Hallo. Nein. Rückspiegel. Rückspiegel, hallo. Okay, ich glaube, wir können nur in den Rückspiegel schauen, wenn wir mal stehen. Gute Idee. Bitte die Musik ein bisschen leiser. Dankeschön. Mir wäre sonst wurscht. Ich nehme es halt nur, weil wir dann Punkte kriegen. Die Fahrt möchte ich ausgewertet haben, deswegen ist es mir wichtig. Sodala. Okay, nicht so schnell. Ich möchte keinen Unfall. Ah, es ist schon arg, da mit dem Bus hier rumzufahren. Zum Glück haben wir dann einen halbwegs langen Beschleunigungsstreifen. Da brauchen wir nicht so schnell rüberziehen wie bei den anderen Auffahrten. Da drüben sieht man schon Gold Island, wo wir hinwollen. Kommt da einer? Ja, der wird schon abbremsen. So, und dann direkt hier rein. Ich weiß nicht, ob wir blinken sollen. Ich mach's halt mal. Ich glaube, Punkte werden wir keine kriegen. Höchstens Minuspunkte. Ich bekomme dieses Lied von All Directions, Your Love Makes Me Strange, nicht mehr aus meinem alten Schädel. Also so wirklich lang sind wir ja gar nicht auf der Autobahn. Guck mal, wir sind schon wieder an der Abfahrt. Ich blink halt trotzdem mal. Kann's nicht lassen. Hier hätte man aber schon blinken sollen, glaube ich. Oh nein. Mein Akku ist schon wieder leer. So, was ist denn hier? Limit 50, glaube ich. War damals, als wir letztes Mal hier rumgefahren sind. Also wird es jetzt auch noch 50 sein. Huhuhuhu. Gefährlich, gefährlich. Das Gute ist, wir müssen hier nirgendwo halten. Wir fahren durch alle Haltestellen durch. Das hat einen ganz speziellen Grund, denn die anderen Haltestellen, die es hier gibt, sind alles Mittagshaltestellen. Alles Haltestellen, die tagsüber die Hauptverkehrszeit haben, und wir sind auf einer Linie, die am Nachmittag und in der Früh die Hauptverkehrszeit hat. Deswegen halten wir bei den anderen Haltestellen nicht nur beim Island Inn. Die einzige Haltestelle auf Gold Island mit einer Früh- und Späthaltestelle. Schade irgendwie, aber okay. Wir könnten natürlich auch die anderen Haltestellen hier dazu tun, von der Hauptverkehrszeit, ob das jetzt eine Nacht ist oder Mittag oder früh und spät. Aber ich mache ganz gerne immer so perfekte Routen, wo wir quasi wirklich, oh scheiße, wirklich nur Haltestellen nehmen mit derselben Hauptverkehrszeit, also eben hier früh und spät und auch mit der, einer optimalen Auslastung von Einstieg und Ausstieg. Auch das muss super zusammenpassen und das ist eben hier der Fall. Deswegen aber leider das kleine Manko. Wir fahren nur durch Gold Island durch und halten dort vorne bei der einen einzigen Haltestelle und das war's dann. Und dann geht's schon wieder ab auf die Autobahn. Schade, dass es hier keine Abfahrt gibt. Wir fahren quasi quer durch Gold Island, obwohl das eine komplett gerade Strecke wäre auf der Autobahn. Aber leider ist hier nur die Auffahrt und nicht die Abfahrt. So, dann, Friends, bitte einsteigen. Der Zahltag. Schon wieder. Hatten wir ja gerade erst. Egal. Nur hin, bitte. Gleich. Ich gucke nur mal ganz kurz, wie viel wir verdient haben. Ob wir schon über die 400.000 drüber gekommen sind. 49.000 bei Route 17. Die geht durch die Decke, Freunde. Route 16, die alterstellte Linie, 40.000. 340.000 da unten. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich kann mich nicht beklagen. So, ein Seniorenticket. Eine einfache Fahrt. Bitte, dankeschön. Hat alles passend dabei. Danke. Sehr gut. Eine Fahrkarte, bitte. Okay, das darf sein. Ich bin früher oft nach Chinatown gegangen, aber in den Glückskeksen sind immer so schlechte Wortwitze, also gehe ich nicht mehr dorthin. Okay, Chinatown. Wo ist denn das? Achso, ja, in Oakwood. Stimmt, genau. Haben wir ja sogar eigene Buslackierungen mit Oakwood, Chinatown und so. Wir haben übrigens auch noch 2 Missionen hier am Laufen. Einerseits bringe 30 Leute nach Gold Island und andererseits bringe 30 Leute nach Coyote Bush. Und genau das machen wir gerade. Wir bringen die 30 Leute hier hoffentlich irgendwo hin.
bei 20 Leuten würde man schon eine Zusatzlackierung bekommen. Das ist ganz wichtig, da würde man schon eine Lackierung bekommen und 10 Leute mehr wäre dann die Mission erledigt. Coyote Bush haben wir den Vorteil, wir halten dort viel öfter. Aber meine Angel ist kaputt. Ich brauche eine neue. Auf Gold Island halten wir blöderweise nur meistens bei der einen einzigen Haltestelle. Das ist eben das Island Inn. In Coyote Bush hingegen halten wir bei mehreren Haltestellen. Ich habe vergessen, die Haustür abzuschließen. Oh, das ist vielleicht ein bisschen rasant hier. Also ich denke, bei Coyote Bush haben wir viel schneller erledigt die Mission als hier in Gold Island. Aber lassen wir uns mal überraschen. Achso, das ist eine schöne Haltestelle, guck mal. Gute Halteposition für den abrupten Bremser. Gar nicht mal so schlecht. Da drüben übrigens wieder ein Bus von uns. Merke ich daran, keine Lackierung drauf. Und alle anderen Busse haben schon eine Lackierung. Hallo. Hallo. Eine Fahrkarte bitte. Eine Fahrkarte bitte. Seniorenticket. So, die braucht ein bisschen Kleingeld, so wie es aussieht. So, dann wollen die jetzt alle da rüber. Dann fahr halt ich. So, der drängt sich da auch einfach raus. Guck mal, dem ist das komplett egal. Oh, das ging zu schnell. Bitte machen Sie nochmal auf. Mitten auf der Autobahn. Willst du mich verarschen? Ja, dann steig aus. Wo bist denn du? Hinten? Mitten auf der Autobahn. Oh, steigen wir aus. Okay, tschüss. Immerhin Punkte kriegen wir. Also das ist schon ein bisschen gefährlich. Ich kann es ja verstehen im Ortsgebiet, aber mitten auf der Autobahn. Oh, ich muss hier raus. Sorry. Das ist zwar eine Leitplanke neben mir, aber ich muss hier raus. Unbedingt. Sehr komisch. Sehr komisch. Huch, wer ist denn da auf einmal? Achso, der was vor uns war. Oh. Guck mal, der Sitzbezug passt zu dem T-Shirt von dem. Cool. Och nö, mein Akku ist schon wieder leer. Na guck mal, fährt der los oder bleibt der stehen? Na, der bleibt noch. Dann machen wir mal eine kurze Fahrkartenkontrolle, würde ich sagen. Hallo, die Dame. So, der Herr da oben. Na klar. Und nochmal die Dame. Bitte. Ja. Alle brav eine Fahrkarte gekauft. Für 3 Leute fahren wir hier rum. Das zahlt sich ja überhaupt nicht aus. Wie kann denn die Linie hier 50.000 Gewinn abwerfen? Da sitzt ja keiner drin. Achso. Oh, Haltestelle kann ausgebaut werden. Sehr schön. Zack. Und wir sind auf Level 3. Sehr schön. Hallo. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ich brauche einige Fahrkarten, bitte. Einige Fahrkarten sogar. Okay, das dürften 2 Tagestickets sein. 4,20. Danke. Bitteschön. So, Lala, wir schauen mal aus mit der Zeit. Huch, ach, da unten muss ich schauen. 10 Sekunden, alles gut. Was hat denn der vor? Sind, glaube ich, selber nicht so wirklich letzte bewusst. Letzte Nacht habe ich was Seltsames geträumt. Bin mit so einem komischen Gefühl aufgewacht. Ja, und weiter? Jetzt möchte ich wissen, was die geträumt hat. Ich habe doch was Seltsames geträumt. Finde ich immer lustig. Du kannst dich nach dem Traum immer noch ganz genau daran erinnern, was das war. Aber irgendwie eine Stunde später weißt du gar nichts mehr. Guck mal, zweimal der Elfer. Der fährt aber auch oft anscheinend. Ja, na klar. Oh, das ist ja gar nicht der Elfer. Oh, die haben zwei unterschiedliche Lackierungen. Ich dachte, das sind dieselben. Okay. So, ich weiß nicht, ob der jetzt gleich losfährt oder ob der wieder rumsteht und wartet. Letzte Nacht habe ich was Seltsames geträumt. Bin mit so einem komischen Gefühl aufgewacht. Ja, jetzt erzähl doch zum zweiten Mal. Die hält uns aber da auch auf mit ihren Witzen. Erzähl! Klar. Wahrscheinlich hat sie geträumt, sie fährt schwarz im Bus. Hat keinen Fahrschein mit dabei. Schon ja, Entschuldigung, die Dame, dass ich sie nochmal frage. Es tut mir leid. So, ich halte da jetzt. Ist mir wurscht. Der will ja gar nicht mal da ein- und aussteigen. Ha! Empört bin ich. Ja, da waren wir ja gerade. Nochmal, der Mitterin da vorne ja jetzt um. Huch. Achso, Scheinwischer. Gute Idee.
Jetzt haben wir aber nicht mehr viel Zeit hier für Sunshine Retreat. Guck mal. Inklusive dem Kreisverkehr gerade mal noch eine Dreiviertelminute. Das ist nicht viel. Das ist wirklich, wirklich nicht viel. So, wir sollten gleich mal umspuren. Wir müssen nämlich in den Kreisverkehr hinein und dann einfach umdrehen. Einfach wieder hier hinaus und die Strecke wieder zurück. Eine kürzere Umkehrstrecke gibt es leider nicht. So, die biegen alle ab. Das freut mich. Dim, 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 dim. Huh, was macht der da? Huh, der fährt auch einfach rein. Guck mal. Der hat das Schild da und fährt einfach rein. Dem ist das völlig egal. Na, nicht mehr Punkte dafür bekommen. Frechheit. So, bleiben wir mal auf unserer Spur. Können wir umspuren? Sieh dir den ganzen Abfall an der Straße an. Können wir. Kümmern sich die Leute nicht mal um ihren... Also, ich weiß nicht, wo die hier Abfall sieht. Wir fahren da gerade durch die schönste Gegend, sogar mit so einem Bäumchen geschmückt hier. Der Mittelpfad. Nur am Meckern hier die Fahrgäste. Ein Wahnsinn. So, kaum zu glauben, wie leicht die Prüfung letzte Woche war. Ja, welche Prüfung denn? Die fangen alle an zu reden und dann bringen sie nichts zu Ende. Jetzt möchte ich wissen, welche Prüfung, um was ging's, welcher Albtraum oder generell welcher Traum. Sunshine Retreat. Na gut, wir machen mal die Tür auf. Oh, Haltestellen ausgebaut. Wann haben wir die nicht gerade ausgebaut? Gehen Sie weg, die Tür geht nicht zu. Eieieiei. So. Na gut, Freunde, ich würde sagen, ich gebe direkt mal die Pause rein, bevor wir da jetzt irgendwelche Probleme kriegen, denn wir sind spät dran. Wir sind wirklich, wirklich spät dran. Hätte ich nicht gedacht. Wir haben eine Minute Verspätung und fahren dann die Retourfahrt in der nächsten Folge zurück Richtung Denali Research. Mal gucken, wir halten vielleicht nochmal das ein oder andere Mal hier in, nicht Denali Research, wie heißt denn das jetzt? Coyote Bush, jetzt fällt mir der Name. Wir sind nur Chucks Werkstatt angefangen. Coyote Bush natürlich. Die 30 Personen werden wir definitiv jetzt noch nicht alle abgeliefert haben. Aber vermutlich dann, wenn wir mit dem anderen Bus hier langfahren. Es gibt ja einige Linien, die hier durchkommen. Vielleicht setzen wir uns in eine Linie, die hier komplett den ganzen Bezirk abfährt. Das wäre natürlich ideal, denn dort wird man überall stehen bleiben und können eben dann die Mission easy cheesy erledigen. Genau das gleiche eben dann bei Gold Island. Mal gucken. Nächste Folge auf jeden Fall die Retourfahrt Linie 17 Richtung Denali Research Teil Nummer 2. Danke dir fürs Zusehen und wir sehen uns wieder in der nächsten Runde hier beim Bus-Simulator 21. Bis dahin, tschüss!